Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass ich Sie zu diesem Abendsegen wieder begrüßen darf. Wir kennen es alle, wir nutzen es alle, Salz. Salz. Ich habe Ihnen hier zwei Fotos mitgebracht. Eins davon habe ich in Israel aufgenommen. Es zeigt die großen Salzgewinnungsanlagen im Toten Meer. Das andere Foto habe ich im Salzkammergut aufgenommen, im Urlaub. Auch hier in den Alpen wurde schon seit Menschengedenken Salz gewonnen. Die Salzprinzen, so hat man den späteren Kaiser Franz Josef, seine Brüder auch genannt, die Salzprinzen machten das Solebad, Bad Ischl, weltberühmt. Auch die Stadt Salzburg trägt ihren Namen nicht von ungefähr. Salz. Salzkammergut, totes Meer, immer wieder begegnen wir ihm. Auch Jesus sprach von Salz. Und zwar in der Bergpredigt. In der Bergpredigt, als Jesus zu einer großen Menschenmenge sprach und ihnen vom Reich Gottes erzählte. Am Anfang der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen. Wir kennen diese Texte alle. Selig sind die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Trauernden, die Friedensstifter. Aber kurz nach den Seligpreisungen sagt Jesus eine Aufforderung, die uns alle betrifft. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Erde. Salz nutzen wir alle, mehr oder weniger. Ich kenne einige Menschen, die wenig Salz nutzen. Es ist ja auch nicht so sehr gut für die Gesundheit, wenn man zu viel Salz nimmt. Aber ich kenne auch Menschen, und das amüsiert mich immer, die jedes Essen, ohne es erstmal zu probieren, nachsalzen. Salz ist Geschmackssache. Ganz auf Salz verzichten möchte niemand, denn Salz würzt das Essen. Es gibt dem Speisen Würze, und wenn kein Salz in der Suppe ist, schmeckt die Suppe fad. Sprichwörtlich das Salz in der Suppe. Jesus vergleicht uns Christen, mit dem Salz. Er gibt uns als Christen den Auftrag, die Würze im Alltag der Menschen zu sein. Ohne die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, ohne unser Zeugnis von Jesus, dem Sohn Gottes, ohne den moralischen Kompass, den die Bibel vorgibt, würde der Menschheit, würde den Menschen etwas fehlen. Ich habe auch gelesen, dass es in der frühen Christenheit, als es viele erwachsene Taufbewerber gab, den Ritus der Salzspende gab. Dem wehrenden Christen, also dem, der die Taufe erbat, legte man ein Salzkorn auf die Zunge. Und dabei wurde gesagt, empfange das Salz der Weisheit. Salz der Weisheit. Finde ich einen interessanten Begriff. Wir alle sollten immer daran denken, dass wir Salz oder Licht in der Welt sein sollen, können, nach Jesu Willen, dass wir es sind. Salz und Licht in der Welt. Hören wir nun eine Meditation zum Thema Salz. Das weiße Gold hat man es genannt, aus dem Inneren der Berge geholt oder aus dem Meerwasser gewonnen, über weite Wege transportiert. In einigen Ländern war der Handel damit Staatsmonopol. Salz, das Gewürz, das man nicht aus Übersee holen musste, war kostbar. So kostbar, dass Schmugglerbanden damit Handel trieben. Für uns ist das Salz selbstverständlich, ein Gewürz neben vielen anderen. Fade schmecken die Speisen ohne Salz. Doch ich habe gehört, auch ich wäre Salz. Ihr seid das Salz der Erde, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Nicht, ihr sollt Salz sein, sondern ihr seid, als Tatsache. Wie sieht das bei uns Christen, bei mir persönlich aus? Verleihe ich der Erde Würze, Geschmack? Das wäre der Fall,
wenn das Leben für andere erfreulicher, lebenswerter würde durch mich. Wenn von mir etwas ausginge, was anderen Lust und Freude am Leben macht, was ihnen Ziel und Aufgabe zeigt. Will man Fleisch haltbar machen, setzt man ihm Salz zu. Salz schützt vor Verwesung. Christen als Salz der Erde, die Menschheit vor Verwesung bewahren. Verwesen bedeutet sein Wesen verlieren. Ohne Christen würde die Menschheit ihr Wesen verlieren. Der Mensch würde vergessen, was er wesentlich ist. Geschöpf und Abbild Gottes. Er wäre in Gefahr, sich in Selbstherrlichkeit zu gefallen und sich von Gott zu lösen. In der Gottebenbildlichkeit gründet die Würde des Menschen, jedes Einzelnen. Darum schützt sie vor Versklavung des Nächsten, aber auch vor Vergötzung des Menschen, denn er ist nur Abbild, nicht selbst Gott. Für Menschen, die an Erkältung der Atemwege leiden, hat man Solbäder eingerichtet. Sie unterziehen sich Kuren in salzhaltiger Luft, atmen das Salz in sich hinein und spüren allmählich Besserung. Das Salz ist wahrhaft ein Segen. Freilich muss ich das Salz auflösen, um mit der Luft eingeatmet zu werden. So könnten wohl auch wir heilsam werden für viele, wenn die Luft um uns herum, das Milieu, in dem wir verkehren, geschwängert wäre mit christlichem Geist, wenn der Geist Jesu Christi durch uns Christen spürbar würde für die Menschen, die um uns sind. Doch wenn wir so aufgehen in der Welt um uns herum, dass wir uns ihr angleichen, dann werden wir schal. Schales Salz aber taugt nicht mehr zum Würzen, nicht mehr zum Haltbarmachen, nicht mehr zum Heilen. Schales Salz ist unbrauchbar. Woher aber erhalten wir unsere Salzkraft? Der Herr ist unsere Kraft. Nur in Verbundenheit mit ihm sind wir Salz der Erde. Einmal habe ich beim Kochen nicht aufgepasst und habe die Speise zweimal gesalzen. Sie hat scheußlich geschmeckt, war ungenießbar. Der Mensch verträgt nicht zu viel Salz. Es ist nur ein Gewürz, aber nicht schon die Speise selbst. So wirkt auch ein Christentum, das penetrant und aufdringlich daherkommt, weder würzend noch heilend, sondern abstoßend. Niemand erkennt mehr den Wert des Salzes, wenn alles nur noch salzig schmeckt. Soweit die Meditation zum Thema Salz. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns in unserem Leben begleitet und uns immer die richtigen Worte gibt, beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit dem Segen Gottes gehen wir in diesen Abend. Ich bitte dich, guter Gott, segne und behüte uns und alle, die zu uns gehören, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.